Lautstärke hier. Diagnostik. Eigentlich ist so alles okay, bis auf, was hat sie gesagt, das Nierenbecken? Ich hoffe, dass man mich hört. Ich habe da ein Mikrofon. Ich rede jetzt einfach hier rein. Hallo. Ich habe auch Bilder bekommen. Wartet. Ach, die blendet Matthias euch ein. Was, Huckel? Huckel. Okay, Huckel. Ja, okay. Okay. Die Nieren sind ein bisschen auffällig, aber es läuft alles so, wie es laufen soll. Nur irgendwas war da verdickt oder so. Was war das? Ach, keine Ahnung. Sie sagt, es ist nicht der Rede wert, es ist alles okay. Hatte ich aber auch schon bei Mares und da ist auch alles okay gewesen. Also, ja. Matthias blendet euch mal die Bilder und die Videos ein. Wir haben ein Video vom Fuß. Ich hoffe, sie kriegt Mares Füße, das wäre so toll. Genau, das Gesicht haben wir gesehen, alle Organe so, wie sie sein sollen, Größe alles so, wie sie sein sollen. Die Füße waren 3,5 cm, ne? Und sie wiegt jetzt ein halbes Kilo. Ja. Alles zufrieden. Aber sie möchte mich gerne im Januar nochmal sehen. Am 4. habe ich einen Termin bekommen. Am 4. Januar. Jetzt wird's warm. Jetzt wird's kuschelig hier. So. Wir fahren jetzt nach Hause. Marlene hat ja heute einen Urlaubstag. Ich werde jetzt gleich mit Marlene losfahren, ganz kurz, und Produkte kaufen. Immer in echt und Fake-Variante. Weil die wollen ein Kindervideo drehen. Das heißt, ich werde, keine Ahnung, Knoppers kaufen, in echt halt von Knoppers, von, was ist denn das, Ferrero oder so, und halt die Billigvariante von Aldi oder sowas, und dann müssen die das immer, ach, das seht ihr dann auf dem Kinderkanal, könnt ihr ja mal vorbeigucken. Wann denn eigentlich? Morgen, wa? Nee, Sonntag. Das, Sonntag auf dem Kinderkanal. Weil morgen kommt das Aussortiervideo von Marlene, ne? Genau, es ist ultra neblig hier draußen, aber wir gucken mal. Zeig doch mal. Nee, ich will es nicht zeigen. Will ich das zeigen? Wir sind auf der Autobahn. Ja, guck. Neblig. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das erzählt habe, aber die Kita hat uns gestern eine Mail geschrieben. Habe ich euch das erzählt? Ich weiß es nicht mehr. Dass sie gerne hätten, dass man die Kinder zu Hause behält, wegen Engpässen, also sprich wegen Corona und wegen Krankheiten. Oh. Eine Erzieherin hat teilweise 20, 25 Kinder und das ist einfach zu viel. Und die Erzieherin, ich habe das dann gestern angesprochen, sage ich, ich muss nur ganz kurz zum Vormittag zum Arzt und dann hole ich Mares. Er sagt sie auch, bei Mares würde sie das echt schade finden, weil er in den letzten Tagen sehr gut angekommen ist und mal sich ein bisschen öffnet und ein bisschen normal ist. Normalerweise ist er sehr zurückhaltend, haut nicht auf die Kacke oder sowas, sondern er ist halt wirklich sehr verhalten und in den letzten Tagen blüht er anscheinend sehr auf. Und sie würde es schade finden, wenn wir das jetzt mit dem nicht mehr in die Kita bringen, wegen Rücksicht, wieder kaputt machen. Ja, das ist jetzt der Stand der Dinge. Und ich habe Halskratzen, aber ich habe kein Corona, ich habe mich getestet für heute früh schon. Habe ich das erzählt? Wir brauchen neue Tests für zu Hause, noch mal ein paar. Ja, genau so. Jetzt erstmal kurz nach Hause, dann zeige ich Marlene noch kurz die Bilder und dann einkaufen. So, Party Peoples, wir waren jetzt einkaufen und zwar für ein Video. Okay. Und zwar drehen wir jetzt ein Video, das heißt wie? Günstig oder teuer. Oh, genau. Günstig oder teuer. Günstig oder teuer. Genau. Was teuer? Da müssen die Kinder quasi immer entscheiden, ist es jetzt die echte Nutella, die teure Nutella, oder ist es das günstige... Hast du Nutella gekauft? Ja, Nuss-Nougat-Creme oder sowas. Mit einem Löffel, ich mache euch das dann fertig. Genau, hier habe ich jetzt... Nein, die esse ich nicht, Mama, die esse ich nicht. Nee, es ist Marlene. Mhm. Das ist der Adventskalender für euch quasi, aber ihr macht da ja wahrscheinlich nicht mit. Das wird auf Instagram verlost. Ihr könnt natürlich gerne mitmachen.
Ich verlinke euch nochmal den Account unten. Ich mache jetzt auch günstig Ohr, teuer. Roblox. Ach, du gehst mir so auf den Sender mit deinem Roblox. So. Mara, holst du bitte schnell die Herzlampe runter, weil es ist zu dunkel hier unten. Sie holt die Herzlampe und du kannst schon mal ein paar Teller holen. Also drei auf jeden Fall. Und da bereiten wir es jetzt quasi vor, was wo ist. Was wo ist das? Ja, Mara, das kann das natürlich eigentlich so nicht mitmachen, aber wir wollen ihn auch nicht ausschließen. Deswegen ist es ein bisschen... Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Oder vielleicht lasse ich ihn einfach ein... Vielleicht lasse ich ihn einfach so ein Ei essen. Bitte was? Ja. Okay, ich weiß, was du für meine Schale. Augen zu binden ist richtig, ja. Wir haben zum Beispiel Brombeeren und halt die günstige Variante. Gut, ja. Diese Sachen halt, ne? Mal gucken, ob die Kinder das richtig erraten. Wir nehmen beide eine Mütze. Ich hab zwei. Okay. Ja, aber da kannst du ja unten durchgucken dann. Nee, die kann man so runterklappen. Genau, das bereiten wir jetzt vor, damit die Kinder das schnell drehen können. Damit Matthias das dann schneiden kann bis Sonntag. Und dann mache ich noch ein Video für meinen Kanal, was auch Sonntag online gehen soll. Ja. Gucke ich jetzt mal. Und ich habe mir heute früh habe ich mir anscheinend die Spritze so blöd gesetzt. Es tut mir jetzt die ganze Zeit weh hier am Bauch so ein bisschen. Also wenn man entgegenkommt und so. So, mal gucken, ob da ein blauer Fleck kommt jetzt. Kann natürlich sein. Ach so, Leute, richtig geil. Ich habe nächste Woche Freitag im UKE einen Termin bekommen in der Poliklinik, um die Frage zu klären, ob ich jetzt einen Kaiserschnitt brauche oder eine natürliche Entbindung bekommen kann, machen kann. Genau, da bin ich mega gespannt und werde euch ja dann da quasi wieder mitnehmen und berichten. Das ist ja wohl klar. Boah, da hört man den Herzschlag. Ja. Oh, das ist immer ein Herzschlag, oder? Guck mal, ich hab meinen Namen. Ja. Immer noch. Aber ich hab noch einen Ring. Ein Einhornring. Cool. Und das. Ja, das ist die Sache. Ah, ja, da fehlt das E und das S noch, ne? Die letzte Sache. Guck hier. Meine Schwester, so. Miley, hat wieder den Kopf umgedreht. Das geht doch nur. Oh. Oh. Auch Miley. Hier. Mama. Guck. Achso. Mara hat man mit Großbuchstaben geschaut. Kennt ihr das Pferd? Das ist von My Little Pony, ne? No. Nee? My Little Pony, ja. Ja, sag ich doch. Das ist ein anderes Pferd. Ja. Das hab ich. Wir haben davon ein paar hundert Stück. Und das war's. Cool. Und ich hab pinke Schokolade. Und wir haben eine Schatztour gemacht. Eine Schatztour? Und das habe ich mit Mama gemacht. Okay, cool. Und wir haben Badekugeln. Einmal die hier, da ist was drin. Okay. Alles ist ein großes und ein kleines drin. Und wie findest du die Sachen, die du heute bekommen hast? Einmal die. Schön. Ja. Und das war's. Ich habe auch einen Kuchen. Und hier. Das ist der Deko. Hast du schon eine Badekugel gezeigt? Ja.
Keine Ahnung, was das ist. Meine Maramaus macht sich gerade was richtig Ungesundes zu essen. Mara? Maris? Ich sehe jetzt wie ein Spiel aus wie das normal. Mara? Was machst du denn? Ich sehe ein Spiel wie das normal aus. Bibi Junge? Ja, warte. Zähne putzen? Er ist am Verzweifeln, weil er was nicht hinbekommt. Jetzt belagert er laufend. Warum nehme ich denn jetzt mein Handy mit? Ey, ist das Badezimmer jetzt besetzt? Das kann die mir nicht erzählen. Ich wollte schnell hochgehen, mich abschminken. Nee, frei. Juhu. Marleen? Ja. Ach, du bist unten, okay. Ich krieg Schleimbildung am Hals. Nicht geil. Ich habe mir heute schon. Oh, Sekunde. Diese Treppe. Was wollte ich erzählen? Ich war heute bei der Apotheke und habe mir das geholt. Was Homöopathisches gegen einen grippalen Infekt. Ich habe mich heute früh auf Corona getestet und war negativ, weil ich so Halskratzen habe. Dachte ich mir, ich kontrolliere das mal. Aber war negativ und deswegen grippaler Infekt, damit es gar nicht erst ausbricht, dachte ich mir, ich nehme halt das Homöopathisches. Dass es gar nicht erst richtig ausbricht. Genau. So. Ich dachte, Mauzi ist hier. Ach, Charlie. Ja, du bist die Schönste. Genau, ich werde jetzt mich abschminken, waschen, Bett fertig machen, mir ein weites T-Shirt anziehen, mich dann unten auf die Couch knallen zu Matthias. Wir haben halt den ganzen Tag hier durchgearbeitet. Produziert ohne Ende. Also ich und die Kinder. Genau. Verabschiede mich jetzt hier. Das war's ja bei uns. Ich weiß, Mama macht's nur. Ich wünsche euch allen einen schönen guten Resttag. Schönen guten Abend. Schlaf gut. Und bis morgen.